Und hallo, moin, ich begrüße euch zu Teil 3 Apes Odyssey. Haben wir ja lange nicht mehr gespielt, ich habe mir auch sehr viel Zeit gelassen, ist mir klar. Es hat sich beruflich und privat bei mir einfach zu viel getan, als dass ich es hätte vorziehen können. So, aber werde ich mich jetzt einfach mal ein bisschen ranhalten. Schleiche durch den Dampfnebel. Kommt da was? Nee. So, gut. Weiter geht's. Okay, das ist jetzt mal schleichen hier. Gut. Wir können nicht chanten. Hier haben wir auf dem Boden was Scharfes. Das geht auch nicht. Der da hinten pennt. Schlechteste Chance, die wir nur haben, ist, das war nicht so gut. Okay. Jetzt versau das nicht. Das Beste wäre jetzt noch, wenn der da noch schlafen geht. Dass der sich auch sofort umdreht. Ja, jetzt habe ich sowieso versaut. Ja gut, egal. Hätte ja klappen können. Lass blitzen. Kann man das speichern? Schnell speichern. Gut. Kann uns keiner mehr nehmen. Praktisch.
Also, das war jetzt wieder zu einfach. Ich habe wohl was freigeschaltet. Ja, cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was ist das hier? Höhle. Ja, oder was? Der fährt auch auf den letzten Zentimeter daran. Haarscharf. Rette mir Seelen. Tu ich. Gut. Aber wer rettet mich? Auch interessant. Mann, bin ich gut. Gibt es irgendeine Form? Gut. Es wird jetzt interessant. Vielleicht kann ich mit dem mitschleichen. Boah. Da kommt ein Ausrufezeichen aus. Also das muss ich dem Spiel mal echt lassen. Wenn es kracht, dann richtig. Warten wir mal auf den nächsten Versuch. Schleichend in den Tod. Für Vögel auch noch. Ja, ich sag euch, das wird ein
sehr, sehr langes Let's Play mit mir. Zeit war zu kurz und ich war zu weit von der Klippe weg. So, jetzt nochmal mit Ruhe und Verstand. Von wegen. Ich glaube, ich lasse den Part einfach auf. Einmal noch. Wenn es dann nicht klappt, dann überspringe ich es. Dann ist das so. Egal. Egal. Jetzt ist es mir egal. Es muss auch irgendwie mal weitergehen hier. Ist mittlerweile nicht mehr ganz ernst zu nehmen, was ich hier für einen Scheiß mache. So. Kann ich hier Steine schmeißen? Hat er nicht? Okay, gut. Aha. Ich weiß ganz genau, was abgeht. Wenn ich jetzt aufstehe und chante, dann kommt da angeflogen. Erstmal speichern. So. Help me.
würde eigentlich heißen, ich muss jetzt doch wieder zurück und schämen. Solange dieses blöde rote Ding im Bild ist, geht das aber nicht. Ach, ich bin durch die Schranke. Ansatz ist schon mal gar nicht verkehrt. Einfach schon so ein bisschen zu spät für mich. Jetzt kommt der Tiefflieger. Da die Schranke. Ich könnte eigentlich schon anfangen, wenn die Schranke weg ist. Ah, nee, nein. Ganz, ganz blöde Idee. Aha. Ist klar. Das heißt, ich brauche nach wie vor einen gesperrten Bereich, ansonsten wird das alles nichts. Fliegt tief. Achso, die rotieren. Gut, okay. Da ist aber für mich leider kein Zyklus dabei, der lang genug dauert. Das heißt, ich werde ein paar Sekunden später oder eher getroffen. Gut, okay. Runtergehen. Das Knöpfchen drücken. Und nach oben. Scheiße, gelaufen. Yeah.
jetzt den Sicherheitsabstand einhalten. Ansonsten macht das alles keinen Sinn. Na ja, lacht sich erstmal das Fäustchen hier. So. Die können mir doch gefährlich werden, die Viecher, oder nicht, oder? Wo ist das hoch? Tippel den Sack an. Bumm. Ah, da kam noch was. Tippel den Sack an. Um dir Felsbrocken zu holen. Mhm. Also so ein Checkpoint. Na, wie war denn das hier mit dem Steine schmeißen? Steuerung. Ich bin da total raus. Wurf CF. Werfen, fallen lassen, R, F und R. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Muss mal nachladen. Ach, da steht da drin. Okay. Ich glaube, ich kann mir das aber auch sehr einfach machen. Naja, eigentlich. Yeah.
Also den Durchlauf warte ich nochmal ab. Ich habe keine Lust, da jetzt irgendwas riskieren zu müssen. Slock macht Bumm. Mehr Worte braucht es nicht. Habe ich das gerade überlebt oder nicht? Das ist wieder richtig cool. Das ist so eine völlig irrationale, unvorhergesehene Situation wie das eben. Macht der auch Boom? Ja, der macht auch Boom. Alter, der hat doch gar nicht geschlafen. Wir beide haben Boom gemacht. Also gut, wenn ich drüber bin, dann ist ja egal, was mit dem passiert. Ich brauche dann eigentlich nur relativ schnell den Sicherheitsabstand. Gut. Machen wir im Teil 4 weiter.